Herr Kurnas, Sie haben hier auf der Gedenkfeier gesprochen. Wie schwer fiel Ihnen das? Also, wo Sie jetzt die Frage stellen, kommen die Emotionen hoch, da ich selber direkt betroffen bin und auch meine Heimatstadt verloren habe. Meine Heimatstadt ist jetzt eine Geisterstadt. Meine Gefühle kommen hoch und ich würde gerne mehr machen, aber ich kann nichts machen. Meine Hände sind gebunden. Deswegen habe ich mich entschieden, eine Community zu gründen und eine Spendenaktion durchzuführen und weitere Arbeiten natürlich auch geplant in der Community. Es ist schwer, aber ich muss tätig werden und habe gesehen, dass hier in der Münze eine Aktion stattfindet von der ATS, Frau Ateşier, die eigentlich die Initiative genommen hat und ihre LKWs zur Verfügung gestellt hat. Ich war echt stolz darauf, dass sie die Initiative auf eigene Kosten genommen hat. Und viele Nürnberger und Schleswig-Holsteiner sich solidarisiert haben, bei uns mitzumachen. Frau Ateş, Sie haben das Ganze ja mit Ihrem Mann zusammen quasi initiiert. Haben Sie je damit gerechnet, dass das solche Wellen schlagen würde? Nein, ich habe auch gar nicht mit so viel Hilfe gerechnet, die ich von den Neumünsteranern bekommen habe. Vor allem Selçuk und Herr Kurnas, die waren so mit dabei an der ganzen Sache. Und die ganzen Neumünsteraner haben alle mit angepackt. Und es ist einfach nur traumhaft. Wie wir zusammenhalten können, haben wir, glaube ich, jedem gezeigt. Wie haben Sie das Engagement der Neumünsteraner in Bezug auf diese Katastrophe empfunden? Ich finde das unglaublich, welche Hilfsbereitschaft mit da ist, wie jeder mithelfen will und anpacken mit will. Aber es ist auch ein Zeitpunkt des Innehaltens und des gemeinsam Trauerns. Und was wir das Zeichen geben wollen, ist, dass keiner in dieser Stadt mit seiner Trauer alleine ist, sondern dass wir als Stadtgesellschaft da zusammenstehen. Und deshalb haben wir auch heute zu dieser Gedenkfeier mit eingeladen. Warum sind Sie heute hier in Neumünster? Sie kommen aus Flensburg. Richtig, genau. Wir haben heute mit einer Freundin von mir im Lager geholfen und wollten nochmal zur Gedenkfeier hierher kommen. Und wir bedanken uns auch für alle, die das organisiert haben, weil das richtig schön war. Warum engagiert sich der Jugendverband Neumünster in Sachen Erdbebenhilfe? Ich bin gebeten worden, von den türkischen Vereinen zu helfen. Und da das ja auch Mitgliedsverbände in unserem Jugendverband sind und wir ein Neumünster sind und solche Katastrophen können nur gemeinsam bewältigt werden. Es gibt einen Spendenaufruf vom JVN. Was können wir damit bewirken? Es ist tatsächlich so, wie auch bei der Ukraine, wir als gemeinnützige Organisation dürfen eben halt auch Spenden einsammeln und dürfen auch Spendenbescheinigungen ausstellen. Das ist für einige Firmen auch sehr interessant, aber auch für Einzelbürger. Also ab 50 Euro Geldspende würden wir dann eine Spendenbescheinigung fürs Finanzamt ausstellen. Wohin geht das Geld? Was kann damit bewerkstelligt werden? Also wir haben hier ja noch 60 bis 100 Tonnen an Sachspenden im Lager und müssen ja sehen, dass wir das irgendwie nach der Sortierung auch wieder auf die Straße oder in die Luft bekommen. Und dafür braucht es Geld. Aber wir möchten uns auch gerne darauf einrichten, dass wir hier Familien, die jetzt vermutlich in den nächsten 14 Tagen irgendwann aus der Türkei hier Zuflucht suchen, bei anderen Familien schnelle und komplizierte Hilfe leisten können. Das heißt also, wenn noch ein Bett gebraucht wird oder, da wir ja davon ausgehen, dass sie bei ihren Familien und Bekannten unterkommen. Frau Mündjatle, warum sind Sie heute hier in Neumünster? Ja, zunächst einmal freue ich mich sehr darüber, dass es jetzt so einen Raum gegeben hat, um auch mal beisammen zu stehen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir alle in unseren Wohnzimmern immer alleine sind und immer nur auf diesem Bildschirm starren oder auf unsere Handys und deswegen einmal zusammenkommen, Anteilnahme, sich gegenseitig trösten und solidarisch miteinander sein, das hat wirklich sehr, sehr gut getan und das wollte ich sehr, sehr gerne mit unterstützen. Vielleicht sehe ich das falsch als Neumünsteraner, aber Neumünster scheint so ein bisschen das Zentrum dieser Hilfsbereitschaft zu sein. Wie kommt das? Neumünster ist wahrscheinlich auch, was die Logistik angeht, aber es hat natürlich was mit den Personen zu tun. Ne? Das hat an erster Stelle mit einem Unternehmer zu tun, der sehr schnell reagiert hat. Das hat an erster Stelle auch mit einzelnen Helferinnen und Helfern, die sehr, sehr gut organisiert sind. Ich muss auch sagen, das hat auch was mit Ibrahim zu tun, mit Ibrahim Otaja, dass er sehr schnell auch gleich organisiert hat. Und im Moment ist es tatsächlich so, weil
andere Sammelstellen waren sehr, sehr schnell überfüllt und die wussten auch nicht, wie sie es transportieren sollen. Und ich habe auch alle immer nach Neumünster kanalisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alle, die sich bei mir gemeldet haben, habe ich immer gesagt, der Ibrahim ist in Neumünster, die haben Transportmöglichkeiten. Und ihr wart einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell, muss man sagen. Vielen, vielen Dank dafür.